Hi liebe Zuschauer, ihr seid bei Wilhelmshaven Vlogs. Heute zeige ich euch den Ort Greetsiel in Ostfriesland. Viel Spaß mit dem Video. Ganz wichtig natürlich, wenn es knalleheiß ist, Leute. Eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, ist die: Warum wurde Wilhelmshaven vor 30 Jahren, also 1995, bei der Bahnreform vom Nahverkehrsnetz abgehängt? Ich weiß es ja nicht. Auf jeden Fall erstmal hier rein. Aber ich weiß auch nicht, warum noch keine Elektrozüge fahren, obwohl die Leitungen schon da sind. Ja gut, rein hier in die gute Stube. Nächster Halt. Sie haben Anschluss an die S-Bahn sowie die Züge des Abfahrt- und Fernverkehrs. Bitte beachten Sie den Höhenunterschied zum Bahnsteig. Also ich finde es ja gut, dass hier die ICEs, die ist jetzt gerade, also wo jetzt gerade, wenn die Sonne sehr stark scheint, wie jetzt hier uns pralle Hitze ist, dass die wieder diese Rollos haben, die man noch runter machen kann, obwohl die viel bringen, ich weiß ja nicht. Leute, ich sitze jetzt im Bus nach Greetsiel und ich habe da das Zielrad beim Emden Hauptbahnhof gerade so geschafft, ey. Scheiße, war es knapp. Eine Minute war es nur. Schaut euch mal diese geile Landschaft an, Leute. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, die Krummhörn ist definitiv das schönste Fleckchen Erde in Ostfriesland. Und vor allem, wenn ich das jetzt so sehe hier. Also ich hätte auch ganz gerne mein Fahrrad mitgenommen, aber man darf hier sein Fahrrad nicht in den Bussen mitnehmen. Aber ist dann halt so. Aber genießt einfach mal diesen Ausblick hier. Deswegen mag ich auch so über Land fahren ganz gerne. So Leute, ich bin jetzt in Greetsiel angekommen und ja, ich werde mir jetzt erstmal ein bisschen noch was zu trinken kaufen. Hier rufen wir bei Edeka, bevor es das Richtige nicht in den Ort reingeht. Weil ganz ehrlich Leute, es sind hier 38 Grad und meine Kamera zeigt auch schon eine Hitzewarnung an. Deswegen muss ich aufpassen, Leute, an die Abstürze. Ey, das ist heiß ohne Ende, finde ich hier, glaubt mir. Deswegen hole ich mir jetzt erstmal jede Menge trinken, bevor es hier in den Ortskern reingeht, wo ich mir dann wahrscheinlich auch erstmal Eis holen kann. Dürfte erstmal reichen, denke ich. Ich bin jetzt im Ortskern angekommen. Also der Ort blickt auf eine über 650-jährige Geschichte zurück. Und zwar waren die Gründer damals hier in der ehemaligen Zirksenerburg, die Häuptlingsfamilie Zirksener oder wie auch immer wenn man das ausspricht, Zirkzener, keine Ahnung. Aber ist auch nicht mehr so interessant. Ich meine, von der Burg steht heutzutage auch nur noch das Steinhaus. Aber zu den Zwillingsmühlen kommen wir später auch noch. Erstmal mal den Ortskern so ein bisschen anschauen. Weil ich kenne mich hier selbst nicht mehr so gut aus. Ich war hier, wie gesagt, als kleines Kind mal und ich kann mich nur noch mau daran erinnern, wo hier irgendwas ist. Scheint aufzuhaben hier das Steinhaus. Können wir uns ja mal angucken, wenn ich da filmen darf. Vor mir steht jetzt die Greetsieler Kirche. Die Backsteinsaalkirche wurde zwischen 1350 und 1438 in Teilabschnitten gebaut. Nee, Quatsch, 1483 war das. Mensch, was laber ich denn da? Guck mal, da liegt sogar ein Bücherregal in der untersten Etage des Glockenturms. Hier, also der Glockenturm steht übrigens wie bei vielen ostfriesischen Kirchen frei. Und das ist das eigentliche Kirchengebäude hier, was hier steht. Das sieht ja von außen schon cool aus, ne? Die Kirche hat auch noch auf und da können wir auch mal. Können wir dann dementsprechend auch mal reingehen.
Alter! Was ist Hui, das ist ja. Also das ist eine sehr schlicht gehaltene Kirche. Das ist ja am meisten übrigens so bei evangelischen Kirchen. Und guck mal hier, das Kastengestühl, das ist auch eine Besonderheit, denn das hat ja im Mittelalter nicht einen besonderen Grund, warum man das gebaut hat. Denn damals wurden nämlich Frauen und Männer in der Kirche getrennt. Das heißt also, hier war jetzt mal Beispiel, damals mal, nehmen wir an, der Fraueneingang und der Männereingang war der heutige Haupteingang gewesen. Nehme ich jetzt mal an, dass es so war. Hä, wo ist denn eigentlich der Altar, wenn das hier eine Kirche ist? Also das denken sich dann auch viele. Besonderheit in dieser Kirche, dieser Altar ist in der Mitte und nicht hinten am Ende der Kirche, weil nämlich hier, sag mal, ein Teil der Kirche hierauf zuguckt und da handelt sag mal, sich hier dann mit dem da vorne trifft. Und deswegen hat man hier den Altar gebaut. Clever, oder? Oh, die Orgel, die ist ja, wow, die ist richtig geil. Also, ich weiß gar nicht, was Just Müller sich damals gedacht hat, als sie die Orgel gebaut hat. Aber ey, das ist krass, muss ich mal ehrlich sagen. Ey, nicht erwartet von so einer nochmal, von so einer evangelischen Kirche. Direkt neben der Kirche, also hier fließt das Greziler Tief. Jahrhunderte lang waren die natürlichen Tiefs, die die Krummhörner in einem dichten Netz durchziehen, die der wichtigste Verkehrsträger für die ganzen Dörfer und Hofstellen hier in der Region. Also diese Hofstellen und Dörfer, weil die damals noch keinen Straßenausbau hatten, dann waren somit hier mit dem Hafenort Greziel verbunden, sowie wie mit der Hafenstadt Emden. Aber wie gesagt, der Straßenausbau auch hier in den ganzen Dörfern, der ist hier im 19. Jahrhundert vorangeschritten. Aber man hatte auch bereits vorher schon Pläne, aber man wusste halt nicht, wie man die umsetzen sollte. Schaut mal, Leute, hier steht der Pilsumer Leuchtturm, wo man einfach mal irgendwie so da. Ne? Also es ist quasi Nachbau des echten Pilsumer Leuchtturms, also des bekanntesten Wahrzeichens aus Friesland. Aber da fahre ich später vielleicht auch noch hin, aber jetzt bin ich erstmal hier. Oh. Oh, der Junge scheint sehr unzufrieden zu sein. Meine Freunde, kenn ich nur. Ich mache jetzt hier gleich bei Kanalfahrten Dresden so eine Bootsfahrt mit, also wo so eine Kanalrundfahrt durch diese natürlichen Tiefs von Greziel hier. Da erfährt man ja auch relativ viel, denke ich mal, über den Ort. Und dementsprechend ist das dann ja auch schon so ein bisschen das Highlight hier. Ja. Können wir. Und sagt ihr hier Moin? Morgens, mittags, abends. Ja, moin, moin, ist gesagt. Das wird komplett falsch verstanden. Das haben wir gestern gesagt. Schau mal, Leute, da sind die Greziler zu den Zwillen. Was passiert? Ja, eine Stunde heiße Fahrt, kann ich versprechen. Ne? Aber bei den Schaden sind wenigstens keine Menschen ums Leben gekommen, ne? Das ist ja gut. Die mussten damals die Menschen per Hand mit Hilfe von Pferden so in den Wind drehen, damit sich den Flügel richtig im Wind befanden. Flügel müssen im richtigen Wind stehen, wenn die falsch im Wind stehen, man hat einen stärkeren Wind, dann können die zerbersten. Das
Ganze, man kann es da besser sehen, Sie sehen da oben dieses kleine Rädchen, das ist die Windrose. Und diese Windrose ist heute dafür da, dass sie den ganzen oberen Kopf in den Wind bringt. Flügel sind natürlich immer im Gegensatz vom Uhrzeigersinn bei jedem. Ja, die hat keine Flügel mehr, der geht die Flügel aus, das liegt am Alter. Ne? Die sind am Anfang, mehr ist wahrscheinlich für Reparatur. Diese Mühle stammt aus dem Jahr 1928, das heißt, jünger als diese Mühle sieht aber älter aus. Ja. Im richtigen Leben. Hey, sieht eigentlich gleich aus, ist nur ein bisschen kleiner. Da wird aber noch drin gearbeitet. Man kann auch ein schönes empfehlen, denn wenn ihr mal ein Grizzin seid, das mitzumachen. Ich meine, es kostet zwar 10 Euro, aber diese, dann ist absolut wert, hier durch diese natürlichen Tiefs zu fahren. Vor allem, wenn man dann auch noch einen netten Kapitän dabei hat. Da hinten sieht ein bisschen aus wie der Kamm in der Leuchtturm, aber das ist er natürlich nicht. So, jetzt drehen wir einmal. In der Hoffnung, dass wir nicht in Algen hängen bleiben. Oh, es funktioniert. Ja. Ja, schon cool, ne? So, jetzt ganz kurz zu den Sicherheitsmaßnahmen an Bord. Das muss ich einmal erzählen. Das geht schnell, das kann ich nur das. Das dauert länger. Wir haben einen Rettungsring, wir haben ein Schwimmfest, das ist mein und das war's. Gut. Okay. Klare Ansage, ne? Ja, dann. Ja. Der Pumpe hat eine Kraft von 5000 Liter Wasser pro Sekunde. Oh Gott! Oh Gott, Alter! Ja, also so ein bisschen wie ein Bermuda-Dreieck. Ach, dieser Tunnel da ist ein Tor. Guckt der drauf und auf Sicherheit
Sicherheitsbrücke gegeneinander verbunden. Aber es gibt noch eine andere kleine Technik. Sie sehen das kleine Siel auf der rechten Seite. Dieses Siel vor. Früher konnte man da durchfahren, das hat man zugemacht. Und heute ist ein bewegliches Stahlschott darin. Wenn das Wasser hier zu viel ist, auf der anderen Seite ist das Wasser, dann wird der Stahlschott abgelassen, dann kann das Wasser, was zu viel ist, einfach rüberlaufen. Und irgendwann geht der Stahlschott wieder nach oben, auch hier bei Lieblingswasser zum Beispiel, dann schließt sich das ab. Also das hier ist echt eine traumhafte Landschaft. Oh. Genau wie wir jetzt, da schafft man hier diesen kleinen Kanal reingefahren. Früher, echte der Verbindungsweg, und von hier aus konnte man direkt in die Nordsee fahren. Wir werden gleich auf der rechten Seite kleine Häuser sehen, da haben früher Großfamilien gelebt. Teilweise nur 50 Quadratmeter, aber teilweise auch so ein Kinder zu Hause. Ja, warum? Ja, ne? Fernsehen gab es da? Ja. Das gab es ja damals alles noch nicht. Da ist die Treziler Kirche. Da war ich vorhin auch drin. Jetzt hier auf der rechten Seite sehen Sie diese kleinen Häuser. Heute sind gebaut als Ferien. Moin! 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 Ja, gute Abkühlung, ne? Ja. Gut, einmal hier rein, ne? Also, jetzt weiß ich auf jeden Fall, warum hier jedes Jahr so viele Touristen hinkommen. Weil das sieht richtig schön aus und auch die Bootsfahrt, die hier geboten wird, ist richtig Highlight hier. Ja. Also, schau mal, Leute, die Fläche soll jetzt gebaut werden da. Wäre eigentlich zu schade. Okay. Oh geil, man hat da sogar schon extra ein paar Dingens angelegt. Dieser Kanal ist jetzt künstlich reingezogen, den Dampf. Das ist klar, man hat hier eigenen Bootsanlege und so. Boah. Und was ich natürlich hier geschafft habe, die ganzen Biesermann zu verjagen. Der Bieser, nicht die Biesermratte, deswegen nur zu jagen. Der Bieser ist eigentlich recht gut, ein Schlafenfresser, aber er ist sehr fleißig. Er geht in die Böschung rein und erhöht das Ganze. Und dann wird es abgerissen. Ach so, wie? Und er würde auch am liebsten nur die Deiche gehen. Da würden da richtig rumgraben. Es gibt hier tatsächlich diese Anlege, die versuchen das Ganze zu verhindern. Ja, schau mal, Leute, da ist die Pilsumer Kirche. Wieder was gelernt, Leute. So Leute, wir sind jetzt gleich auch am Ende angekommen von dieser Bootsfahrt hier. Also ich finde, das muss man machen, wenn man kreativ ist. Und einem schlecht werden kann ja auch nicht, weil hier kein Wellengang ist.
gleich da. Ich hoffe, dass ich ein kleines bisschen Spaß gemacht habe. Ja. Heißen Sommertag. Die Bootsfahrt, von der ich jetzt gerade runterkam, die hat richtig Spaß gemacht. Und ich möchte mich jetzt nochmal bei Familie Dresden dafür ganz höflich bedanken, dass ich da auch mitfahren durfte und dass ich das mitfilmen durfte. Ja, das ist echt cool und auch echt spannend gewesen, auch wenn man dann vielleicht kaum was verstanden hat von dem, was der Kapitän gesagt hat. Aber ist nicht schlimm. Das ist einfach nur geil. Einziges Dingens, man denkt, also man muss bei manchen Brücken hier tatsächlich so seine Köpfe einziehen, wenn man größer ist. Weil, also da haben sich bestimmt auch schon oft Leute den Nacken verrenkt beim Bücken. Und jetzt werde ich erstmal davor vorne bei diesem Fischimbiss was zu essen holen. Weil wenn man hier, wenn ich da so eine Karte holt, dann bekommt man da auch Rabatt auf das Essen. Was ich bis jetzt gesehen habe, muss ich echt sagen, da hat Greziel eine Traumatmosphäre vermittelt. Einfach mal Windmühlen aus Kunst, alles klar. Eine Besonderheit hier am Greziler Hafen ist das Haus hier, also beziehungsweise die beiden Häuser hier, denn die sind nämlich mit einem glockenförmigen Giebel gebaut und das hat eine ganz uralte niederländische Bauweise. Schöner Hafen hier. Ich würde nur interessieren, wo jetzt gerade die Eisdiele ist, ob die da drüben ist oder so, aber ich gehe mal davon aus. Wie schön hier. Huiuiui, ey. Das ist mega, das Ding. Also, hier ist auch ein Fischkutterhafen, ne? Hier fahren noch regelmäßig, ich jetzt einmal, ich glaube nicht jeden Tag, aber es öfter, wenn mal so Krabbenkutter an, ne? Weil hier früher, die Leute, die immer früher hier vom Krabbenfang gelebt werden, so heute auch noch vom Tourismus leben. Haben jetzt hier bei Eiscafé Ra noch so eine fette Kopenhagener Eiskugel geholt. Also ich muss jetzt mal was zu Greziel sagen, ne? Zwar, ich hätte echt nicht gedacht, dass es hier so schön ist. Ich habe mich auch immer gefragt, warum kommen hier immer so viele Touristen her jedes Jahr? Ist doch eigentlich ein voll kleiner Ort. Aber jetzt, wo ich diese Schönheit sah, weiß ich das auch. Vor allem, als ich den alten Ortskern zum ersten Mal live gesehen habe, war ich sofort verliebt. Diese Atmosphäre und dazu die uralten Straßen jetzt einmal macht wirklich jetzt einmal diesen Ort besser, als er zunächst erscheinen würde. Das war's vom Vlog, Leute. Lasst ein Like da, wenn ihr euch trotz 33 Grad Außentemperatur, die ich hier habe, gefallen hat. Abonniert den Kanal, wenn ihr mehr aus Wilhelmshaven und der Region sehen wollt. Und läutet die Glocke, um gar nichts mehr zu verpassen. Bis zum nächsten Video. Tschüss!